Der neue US-Präsident Joe Biden ist nach seinem Amtseid am Nachmittag mit seiner Frau Jill Biden im Weißen Haus angekommen. Und keine 5 Stunden später hat er bereits eine erste Executive Order, also Durchführungsverordnung, unterschrieben. Der Erlass soll Gleichberechtigung für Menschen aller Herkunft und Unterstützung für bisher zu wenig unterstützte Teile der Gesellschaft durch die Regierung fördern. Als zweite Verordnung hat Biden das Einreiseverbot für Bürger aus muslimischen Ländern aufgehoben, einer der meist umstrittenen Anordnungen von Donald Trump. Die dritte Verordnung galt der Corona-Pandemie. Biden hat sich dabei für eine Maskenpflicht ausgesprochen. In den kommenden 100 Tagen besteht überall dort, wo der Staat zuständig ist, die Pflicht, eine Maske zu tragen. Und dann ging es Schlag auf Schlag weiter. Zahlreiche Trump-Verordnungen wurden zurückgenommen. Die USA treten dem Pariser Klimaabkommen wieder bei, ebenso wird die Verbindung zur Weltgesundheitsorganisation wieder aufgenommen. Der neue Präsident hob zudem den nationalen Notstand im Hinblick auf die Grenze zu Mexiko auf. Damit werden alle zusätzlichen umgeschichteten finanziellen Mittel zum Bau einer Grenzmauer gestoppt. Es gibt einen neuen Erlass, der sich gegen die Diskriminierung auf Basis von sexueller Orientierung oder Genderidentität ausspricht. Auch die Baugenehmigung der umstrittenen Keystone-Ölpipeline wurde mit sofortiger Wirkung widerrufen. Und Einwanderer, die seit längerem in den USA leben, sollen es einfacher haben, die amerikanische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Der neue US-Präsident hat somit an seinem ersten Arbeitstag gleich 17 Durchführungsverordnungen unterzeichnet. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.